So, jetzt sind wir in der Berufsschule in Ingelheim beim Direktor, dem Herrn Wolfgang Fluche und der Frau, sagen Sie es nochmal kurz, Demel Reiser. Und wir wollen ja mal hören, wie läuft es denn jetzt eigentlich in den Schulen? Was passiert hier, wie ist es organisiert, welches Sicherheitskonzept musste erarbeitet werden und wie läuft der Schulbetrieb? Ich gehe jetzt einfach mal hin und gebe das Mikro an euch rüber und ja, vielleicht schaffst du es, Wolfgang, dass du das hin und her reißt. So, ja, vielen Dank erstmal für den Besuch hier an der BBS in Ingelheim. Wir haben natürlich die Hygienevorschriften des Landes bekommen, die wir versuchen auch einzuhalten. Das klappt eigentlich ganz gut. Und die Schüler sind auch eigentlich sehr vernünftig im Umgang mit diesen Sicherheitsmaßnahmen. Das Konzept haben wir gemeinsam gestrickt, wobei hauptverantwortlich die Frau Dr. Demel Reiser war. Deswegen gebe ich mal an Sie weiter. Hallo, schön, dass das Sicherheitskonzept jetzt tatsächlich ins YouTube schafft. Wir haben uns dazu entschieden, die Schüler möglichst voneinander fernzuhalten und haben uns entschlossen, hier ins Stammhaus über 5 Eingänge die Schüler kommen zu lassen. Vielleicht zum bisherigen Stand. Bisher kamen die Schüler allermeistens über den Haupteingang C und hinten über den Parkplatz. Wir haben das jetzt entzerrt auf 5 Eingänge, die hier an der Seite liegen, sodass Klassen tatsächlich möglichst wenig Kontakt zueinander haben. Wir haben versucht, die Toilettengänge möglichst hintereinander zu regeln. Wir haben versucht, Toilettengänge auch möglich zu machen, wenn Unterricht normalerweise wäre. Wir haben die Hausordnung außer Kraft gesetzt. Die Schüler dürfen in den Klassenzimmern essen, an ihrem Platz, um möglichst wenig sich in der Gegend zu verteilen. Es gibt einen neuralgischen Punkt, das ist klar, das ist der Raucherplatz. Raucherplatz ist für uns ein schwieriges Unterfangen, aber auch dort, wenn man hinkommt, erkennt man Unrechtbewusstsein, wenn die Schüler zu nah beieinander stehen. Aber Rauchen hat natürlich was mit Geselligkeit zu tun. Das ist momentan nicht der Fall. Hier tritt man tatsächlich hier in eine Art streng geregelten Trakt ein. Hier ist nichts mehr freie Begegnung, sondern hier ist klare Trennung voneinander. Aber wie ist es? Social Distancing ist das Motto der Zeit. Das ist die Nähe der heutigen Zeit. Also wir haben das so gemacht, dass natürlich nicht alle Schüler im Haus sind, sondern nur die Klassen, die unbedingt den Unterricht jetzt brauchen. Zum einen waren es die Prüfungsklassen, die zweijährigen Bildungsgänge, die dreieinhalbjährigen Bildungsgänge. Und dementsprechend haben wir die Klassen einbestellt, wobei die Klassenräume nicht so groß sind, mit 15, 16 beschult zu werden, sondern wir haben da die Gruppen halbiert, sodass wir immer nur eine Gruppe im Homeschooling haben, eine Gruppe in der Präsenz haben und das wechselt sich dann ab. Ja, also so ist auch gewährleistet, dass wir eine geringere Viruslast im ganzen Haus haben und das funktioniert im Moment ganz gut und bei dem Konzept wollen wir auch bleiben. Also das war vor 4 Wochen sicher sehr viel einfacher. Vor 4 Wochen war klar, die Regelung trifft alle. Alle waren in einer gewissen Schockstarre. Das legt sich jetzt komplett. Also die Leute sind mutig, in jeder Beziehung grenzwertig übermütig und jetzt ist es schwieriger, ihnen es näher zu bringen. Heute kamen neue Klassen. Ich bin gerade unten gekommen. Wir haben ja einen zweiten Standort an der Capri unten mit einer zusätzlichen Problematik. Dort sind heute neue Schüler gekommen, die haben gedacht, was will ich denn von ihnen? Ja, also es ist schwieriger, momentan zu vermitteln in der momentanen Situation. Sie sind dann doch einsichtig und das macht an der Capri einen gewaltigen Unterschied, denn wir sind ja in unserem Zweitstandort, auch an der Capri. Dort kommen momentan die 5. und 6. Klassen und dort treten unsere Schüler jetzt in die Rolle des Vernünftigen. Das heißt, die müssen die Regeln einhalten, weil sonst die kleinen Fünftklässler sich auf gar keinen Fall an die Regeln halten. Und an dieses Verantwortungsbewusstsein muss man momentan appellieren und war auch der einzige, sozusagen dieses große Bruder, große Schwester Gen zu züchten, das war das Einzige, was heute funktioniert hat, ihnen das zu erklären. Sonst ist es momentan schwieriger, es ihnen neu zu erklären. Aber wie gesagt, es muss halt dann der Druck höher sein, weil die Abstandsregel gilt und die muss auch eingehalten werden, egal in welcher Situation. Abstand halten, sich selbst schützen, andere gesund halten dabei und ein bisschen weniger Egoismus, ein bisschen mehr an die Gemeinschaft denken. Dann ist Schule tatsächlich gelebt.